Hallo, ich möchte euch heute inspirieren fürs Thema Fasten. Und zwar Fasten war für mich immer so eine Sache, hey, der Unmöglichkeit. Ja, ich habe mal früher gefastet, einen Tag, einen halben Tag, und ich habe schon nach der ersten Mahlzeit gedacht, ich sterbe. Also auch dieses Intervallfasten ist für mich eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann saß ich eines Abends bei mir auf dem Sofa und habe ich wirklich wahrgenommen, wie wenn Gott spricht und sagt, David, jetzt fang an zu fasten für 12 Tage, einfach nur Wasser zu dir zu nehmen. Und es war so, hä? Gott, bist du's? Ja, und dann habe ich einfach angefangen. Und das Coole beim Fasten ist, wie fastest du? Mach's einfach. Einfach anfangen, das heißt nichts mehr essen, einfach Wasser trinken und es ist super. Und so habe ich angefangen zu fasten und einen Tag überlebt, den zweiten Tag überlebt. Und wie ihr es euch denken könnt, ich habe überlebt, ich bin heute immer noch da. Ja, und so habe ich dann mich in dem Laufe von den 12 Tagen Fasten mit auseinandergesetzt, mit dem Thema Fasten. Und dann habe ich da erstmal gemerkt, was für Schätze Gott dort hineingelegt hat und wie viel Gott dort vorbereitet hat. Und so hatte ich dann danach viele weitere Fastenzeiten von 30 Tagen und 21 Tage und was auch immer, alle möglichen verschiedenen Variationen und Kombinationen. Und es hat mein Leben verändert, mein geistliches Leben verändert und auch das von unserer Kirche komplett verändert. Die Sache ist die, du wirst nie Fasten verstehen, wenn du es nicht getan hast. Das heißt, Fasten wirst du erst erleben, der Power, wenn du selber fastest. Ja, und beim Fasten, da geht es für mich ein bisschen so darum, hey, unseren Standard ein bisschen zu erhöhen. Wir haben meistens nur die Perspektive im Fasten so von, ja, ich verzichte halt mal ein bisschen was, ah, okay, ich mache halt mal einen Tag, aber lass uns mal krass sein. Lass uns mal noch eine Null hinten ranhängen. Lass uns sagen, nicht einen Tag, sondern was mal mit 10 Tagen? Warum nur 3 Tage? Lass doch mal in 30 Tagen denken. Dass wir mal unseren Glauben wirklich verschieben und dass da wirklich was passieren kann. Das heißt, dass wir einfach mal die Limits ein bisschen auf die Seite nehmen. Es gibt so 3 Hauptkategorien vom Fasten. Das eine ist das komplette Fasten. Das geht maximal 3 Tage. Also das ist kein Wasser, also gar nichts. Kein Wasser, kein Essen. Das haben wir zum Beispiel bei Esther in der Bibel. Und das ist über 3 Tage ungesund, tut es nicht länger. Ja, weil wenn es länger wird, dann wirklich ist es eher ein Wunder. Und dann haben wir das normale Fasten. Ja, das normale Fasten ist kein Essen, nur Wasser. Und das ist so das, wo ich jetzt auch ein bisschen meinen Fokus setzen möchte. Das Besondere am normalen Fasten ist nämlich, wenn du keine anderen Dinge zu dir nimmst, nur Wasser, dein Körper kommt damit klar, das geht auch bis zu 40 Tagen. Und es ist, Wasser ist in der Bibel immer das etwas für Reinigendes. Das heißt, alles, was nicht Wasser ist, setzt Reize bei uns. Und darum geht es auch beim Fasten mitunter, dass ich bestimmte Reize mal deaktiviere für mein Leben und es damit etwas passiert. Und das ist, werden wir nachher weiter reinschauen und auch in der nächsten Session. Dann gibt es das Teilfasten. Und zwar, das ist zum Beispiel mit Säften zu fasten, Daniel-Fasten, Verzicht auf bestimmte Dinge, Social Media, Schokolade, was auch immer. Das ist alles Teilfasten. Ich bezeichne das gerne auch mehr als Verzichten. Und ich sag so, Fasten ist immer effektiver als nicht zu fasten. Also lass uns einfach fasten, lass uns damit anfangen zu fasten. In der Bibel sind Dinge anders gelaufen, als sie bei uns heute in der Christenheit laufen. Und das ist ziemlich schade. Ja? Und für mich ist immer der Punkt, da nicht zu schauen nur, hey, was ist halt in der Bibel schief und was ist bei uns heute richtig, sondern mehr zu schauen, wenn mein Leben mit dem Leben in der Bibel auseinanderdriftet, dann stimmt etwas bei mir nicht, dann stimmt etwas bei uns nicht. Und darum schauen wir darauf, hey, was sind Schlüssel, die wir in der Bibel übersehen? Und in der Bibel gibt es genau diesen krassen Schlüssel vom Fasten. Das ist eine Geheimwaffe Gottes. Und ich habe uns 4 Punkte und der erste Punkt ist, Fasten ist eine vergessene Grundlage. Fasten ist eine vergessene Grundlage. Ja, und zwar Mose, David, Esther, Elia, Daniel, die erste Kirche, Jesus, auch in der Kirchengeschichte, die ganzen Erweckungsbewegungen, alle Glaubenshelden haben gefastet. Und darum sage ich, willst du das Leben von den Glaubenshelden, dann zahl auch den Preis von den Glaubenshelden. Das heißt auch, wir schauen uns das Thema Fasten an. In Matthäus 6, wo eigentlich so Jesus in der Bergpredigt, da ist einmal das Vaterunser und dort sagt er, hey, wenn ihr aber betet, wenn ihr gebt, und da sagen wir als Christen alle, ja, man, beten und geben, Grundlage des Glaubens. Und dann macht er weiter mit dem dritten, wenn ihr aber fastet. Hä, Fasten? Genau, und Jesus setzt damit gleich
Beten, Geben und Fasten sind die drei Säulen, sind Grundlagen des christlichen Glaubens. Er sagt nicht, falls ihr fasten solltet, sondern wenn ihr fastet. Das heißt, ihr fastet. Und wenn ihr fastet, dann macht so. Die Frage, muss ich jetzt fasten? Gute Frage, muss ich fasten? In Matthäus 9, Vers 15 lesen wir, dass Jesus sagte, hey, wenn der Bräutigam weg ist, dann werdet ihr fasten. Das heißt, das ist mein zweiter Punkt, Fasten ist ein Liebesgeschehen. Fasten ist ein Liebesgeschehen. Das heißt, es ist ein körperlicher Ausdruck einer inneren Sehnsucht. Und was wir beim Fasten sagen, ist, Jesus, ich bin hungrig nach dir. Das bedeutet, Fasten ist keine Pflicht, Fasten ist keine religiöse Regel, Fasten ist keine Tradition, sondern es ist ein Liebesgeschehen. Ich sehne mich nach ihm. Wenn ich faste, habe ich so Hunger, dann schalte ich meinen äußeren Hunger aus und habe nur Hunger nach Jesus. Das ist das, was beim Fasten passiert. Fasten füttert deinen geistlichen Hunger. Fasten, sagt Jesus, ich habe auf nichts mehr Hunger als nach dir. Und darum fasten wir. Das passiert. Und das ist die Braut, was wir auch am Ende, auch in der Offenbarung lesen, dass die Braut fastet und schreit nach dem Jesus, komm. Sie ist so hungrig, sie macht sich so schön. Im Fasten machen wir uns schön für Jesus. Da passiert etwas, da reinigt sich etwas. Das passiert Heiligung in uns, wenn wir fasten. Das heißt, beim Fasten sind wir hungrig nach Jesus. Und mehr in den nächsten Sessions.